Guten Morgen, hier ist Sebastian, herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ich mache das Video, um euch ein paar Informationen zu geben. Und dafür habe ich im Hintergrund ein wunderschönes Gommel Gun Game Gameplay erspielt. Ja, eigentlich ganz lustig, der Spielmodus bockt sogar ein bisschen. Und ja, aber damit wir nicht so viel Zeit verlieren und ich das Video heute noch hochladen kann, obwohl ich es am selben Tag sogar aufnehme und das mit meinem 0,5 Upload noch schaffe, versuche ich das Ganze ein wenig schnell zu halten und fange mit der ersten und ja, irgendwie für mich interessantesten Sache an. Und zwar möchte ich euch ganz gerne El Zickzack vorstellen. El Zickzack ist der Burger. Es ist so bescheuert eigentlich. Aber das ist der Burger, den ich für das Burger Battle von McDonald's erstellt habe. Und ich trete für mein Bundesland Brandenburg an. Viele denken ja, ich wohne in Berlin und so weiter. Berlin ist einfach am einfachsten zu sagen, weil es nicht weit weg ist. Von mir sind 10 Minuten, aber trotzdem wohne ich in Brandenburg, deswegen trete ich für das Bundesland an und in der Videobeschreibung habt ihr den Link zu dem Burger und da gibt es so ein Bewertungssystem. Man tritt in 16 Bundesländern an und wenn ihr meinen Burger mit einem Top bewerten würdet, würde mich das sehr freuen. Dann könnten wir eventuell echt realistische Chancen haben, das Ding in dem Bundesland zu gewinnen und das wäre irgendwie richtig krass, also keine Ahnung. Ich würde es einfach so krass feiern, wenn El Zickzack einfach irgendwie weiterkommen würde. Deswegen guckt mal in die Videobeschreibung, wenn ihr mal 2 Sekunden Zeit habt, dann könnt ihr den bewerten. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Nächste Sache ist, plane ich nämlich eine Serie, wo ich eure Hilfe nämlich brauche. Und zwar soll die in Richtung Texture Packs gehen und dazu brauche ich welche von euch. Heißt, ihr müsst mir Texture Packs schicken, die ihr aber auch gemacht habt. Heißt, ihr müsst nicht 100% von dem Pack gemacht haben. Natürlich, bei den meisten Edits macht man die Blöcke zum Beispiel nicht selber oder alle Items so. Aber ihr sollt halt größtenteils Packs, also die Sachen halt selber machen. Ihr sollt mir jetzt nicht irgendwelche Packs schicken, die von irgendjemand anderem gemacht worden sind, die ihr nur gut findet. Also es soll halt wirklich schon von euch sein, wo ihr dran beteiligt wart. Wenn ihr so eins habt, wo ihr, sag ich mal, echt zufrieden damit seid und meint, das ist echt das Beste so, was ich jemals gemacht habe, dann schickt mir mal eine YouTube-PN. Den Link, wie meine YouTube-PN, also zum direkten Links schreiben, kann ich euch in die Videobeschreibung reinmachen. Ansonsten geht mal, falls ihr es nicht findet, immer auf meinen Kanal und dann bei Kanalinfo, dann ist Nachricht schreiben da gleich direkt drauf. Dann schickt ihr mir einfach den Link zum Pack. Am liebsten wäre mir, wenn ihr auch ein kleines Video dazu habt und wo ich dann erstmal nochmal vielleicht so sehen kann, aber ihr könnt mir auch gleich direkt den Download-Link, Mediafire-Link am liebsten schicken und dann gucke ich mir das an und was dann in der Serie genau passiert, das werdet ihr dann sehen. Aber es muss halt auf jeden Fall ein Pack von euch sein. Das ist halt das Wichtigste. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, ob es jetzt alles war, was ich zu dem Pack-Ding sagen wollte. Es muss auch einen Namen haben von euch selber. Und natürlich, es ist an sich kein Problem, wenn ihr das Pack mit mehreren Leuten gemacht habt oder so. Ansonsten stellt einfach noch Fragen, wenn ihr dazu welche habt, in die Kommentare. Dann werde ich die da nochmal separat beantworten. Und die nächste Sache ist, dass ich ja am Wochenende nochmal streamen werde. Das ist jetzt nur so nebenbei. Ich werde nochmal kurz davor ein Infovideo hochladen, wann der Stream genau hoch geht. Okay, Bombe. Nein, wann ich den dann anfangen werde. Ich will das Texture Pack nochmal weitermachen, aber ich muss echt sagen, ich komme in den Packs echt nicht, in den Streams nicht so krass voran. Ich muss echt eine Ausrede dafür suchen, aber das ist jetzt zwar schon eine Ausrede, aber es hat echt, es stimmt schon ein bisschen. Also ich quetsche mir das halt echt so auf meinen Bildschirm so rauf, damit ich die Kommentare lesen kann. Und ich bin es echt nicht gewohnt, so dann zu arbeiten. Und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, mit einem zweiten Bildschirm, den ich mir jetzt auch mal bald bestellen werde, werden die Streams dann auch ein bisschen effizienter sein und ich auch mehr schaffen. Aber ich finde die Streams trotzdem cool. Und falls ihr mich noch nicht auf Twitch followt, dann habt ihr auch mal den Twitch-Link. Den habt ihr nicht immer in der Beschreibung, aber da könnt ihr auf jeden Fall mal followen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten, ich kündige es eigentlich auch immer auf YouTube an. Und ja, das war's an sich. Ja, ansonsten, ich habe überlegt, einen neuen Twitch-Account zu machen, weil mir der Name German Hunger Games da nicht so gefällt, aber ich weiß nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ist ja jetzt auch nicht so wild. Ich wollte das Video nicht so lange machen, deswegen beende ich das hier schon. Und falls ihr denkt, war das jetzt das Video, worauf ich 2 Tage gewartet habe? Nein, ich mache morgen oder übermorgen nochmal ein richtiges Video und dann fängt dieser 2-Tages-Warte-ab. Load-Rhythmus dann wieder an. Also keine Sorge, das ist hier jetzt nicht das Video, was jetzt wieder 2 Tage Wartepause produziert. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vergesst den Burger nicht, El Zickzack. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder beim Stream. Bis dann, macht's gut und ciao. Oh, wo geht denn das hier aus, die Kacke? Ach, hier.